Hallöchen, herzlich willkommen hier bei Game Story und zu einer neuen Folge der Konsolengeneration. Denn heute fangen wir, glaube ich, mit der vierten Konsolengeneration an. 1988 ist die losgegangen. Genau, und hallöchen an Kitty, schön, dass du da bist. Ich dachte, oder ich denke, wir haben die noch nicht gehabt. Aufgrund der Spiele, die da drankommen, dürfte das relativ stimmen, dass am Anfang die Zahlen sind und das ist so erst die allerersten Zahlen, die kommen, also dürfte es wahrscheinlich auch der erste Part von 1988 sein. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen an. Und zwar geht's los im Jahr 1988 mit einem Spiel für den Amiga. Amiga. Ich glaube auch für den Sinclair gab es es ebenfalls, also für Spectrum meine ich damit. Das Ganze nennt sich 19 Part 1 Bootcamp. Ja, kurz zur Erklärung oder. Nee, ich starte erst das Spiel. Wir machen es wieder so, wie wir es immer machen. Zuerst das Spiel starten und dann erzähle ich was dazu. So machen wir es. Das war falsch. Retro Arc. Oder hatte ich hier die. Nee, ich hatte hier die Sinclair-Version davon. Glaube ich. Ich glaube, es ist doch Sinclair-Version. Ja, falls die Musik irgendwie bekannt vorkommen sollte, ja, man hat es ja schon gesehen, Paul Hardcastle 19 war ein großer Hit in den 80ern. Auch das Intro gerade war eigentlich schon 1:1 von dem herausgegriffen, was am Anfang des Songs lief. Ja, was hat das Ganze damit zu tun? Als einer von bis zu vier neue rekrutierten Soldaten zur Zeit des Vietnamkriegs, diese hatten ein Durchschnittsalter von 19 Jahren, wie der Titel andeutet, müssen sich zunächst dem harten Bootcamp stellen. Vom Konzept her ähnelt es dem Bootcamp, worüber auch die Tatsache nicht hinwegtäuschen kann, dass das Konami-Spiel in Europa als Combat School bekannt ist. Zeigen diese in diesen vier Disziplinen genügend Ausdauer, Geschick und Entschlossenheit und sie haben sich als würdig erwiesen, für die USA zu kämpfen. Wer das denn machen will, unbedingt. Zunächst müssen sie einen horizontal verlaufenden Parcours absolvieren mit Sprüngen, bei denen sie die Feuertaste gedrückt halten müssen, um einen gelben Balken am unteren Bildschirm zu erhalten. Halten sie die Taste zu lange oder nicht lange genug gedrückt, erhalten sie einen roten Balken und müssen den Sprung abbrechen, wodurch sie Zeit verlieren. Und mit Affenstäben, durch die sie wackeln müssen. Als nächstes folgt ein Schießstand, bei dem sie durch ein Visier schauen und die Feinde anvisieren und die unschuldigen Zivilisten vermeiden, die auf dem großen Bildschirm vor ihnen erscheinen. Die dritte Aufgabe besteht darin, ein Parcours zu durchfahren, bei dem sie Gefahren umfahren und Sterne sammeln müssen, um Bonuspunkte zu erhalten. Schließlich müssen sie noch einige Nahkämpfe absolvieren, bevor sie ihre endgültige Punktzahl erhalten. Ja, das Spiel heißt ja 19 Part 1, also müsste man ja davon ausgehen, dass es noch mindestens einen zweiten Teil gibt. Und ja, ursprünglich sollte ein zweites Spiel mit dem Namen 19 Part 1 Combat Zone veröffentlicht werden, in dem ihre Schützlinge in Vietnam in die Schlacht ziehen und die Möglichkeit haben, ihren Punktestand aus dem Bootcamp zu nutzen, um ihre Leistung zu verbessern. Cascade brach jedoch zusammen, bevor die Entwicklung des Spiels richtig begann. Ja, scheiße gelaufen. Somit bleibt nur dieser erste Teil davon. In dem Spiel lag der 12 Destruction Mix des Songs 19 von Paul Hardcastle dabei. Und der Titel und die Inspiration stammen von Paul Hardcastles Song 19, in dem ein Sample eines Nachrichtenreports in einer Schleife von unverzerrt zu hören ist. Ja, und das hören wir hier im Hintergrund ja auch. So.
Wir können jetzt hier ups. Ach, da muss ich ja. Da muss ich die. Wie war denn das gleich nochmal? Wie konnte ich denn. Genau, auf Game Focus On, damit hier nicht die Tasten genutzt werden. Wir können, wie gesagt, vier Rekruten, bis zu vier Rekruten nehmen. Das ist allerdings dann auch vier verschiedene Spieler. Wir brauchen also nur einen. Ja, ich bin mir sicher. Wir sind Private PKO. Und da kriegen wir unsere Draft Number. Und dann können wir uns hier entscheiden, mit was wir spielen wollen. Mit Keyboard, Campson oder Sinclair. Wir spielen mit dem Keyboard. Assault Course. Call Tony Warner. Graphics and Music Sean Conran. Press Fire to Start. Get ready, Soldier. So. Also. Was wir jetzt tun müssen ist, ich habe 5 Minuten Zeit. Ich habe unten eine Leiste. Man sieht sie. Wie kann ich mich denn gleich wieder bewegen? Ah. Und man muss dann quasi in dieser gelben Linie bleiben, damit er das tut, was er gerade tut. Und das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Weil ihr seht die. Nein! Ah, fuck! Aber mach das jetzt nicht. Oh, fuck, ey. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Es ist halt nicht wirklich einfach, den da drin zu halten. Scheiße! Geh wieder zurück. Ah. Er geht auch da nicht weiter. Jetzt geht doch, ich war doch im gelben Bereich. Ist das dein Scheiß Ernst? Oh, jetzt war ich. Das ist das Scheiße. Jetzt war ich im. Jetzt ist er runtergefallen, weil ich nicht weiter im gelben Bereich war. Ja, schön. Du kannst auch nicht irgendwie. Ich meine, ich will ja nicht unbedingt in den Krieg. Ich stelle mich hier absichtlich blöd an. Es war jetzt eindeutig im gelben Bereich. Du kannst mich doch. Du kannst mich doch verarschen hier. Ach, jetzt. Okay, jetzt darf ich da auch nochmal drüber. Jetzt geh doch rüber! Mann! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie frustrierend dieses Spiel ist, ey. Vor allem, wenn man im gelben Bereich ist, dann könnte es ja, dann könnte man ja auch weitergehen. Geht ja eigentlich. Ja, warum geht er von da aus nicht, wenn ich im gelben Bereich bin, du weiter? Und nein, man kann das nicht überspringen oder so. Das ist doch nicht euer Ernst! Ich bin noch im gelben Bereich, willst du mich verarschen? Danke. Danke. Jetzt geh doch hoch, Junge!
Ich habe dann Let's Play davon gesehen, weil ich keine Ahnung hatte, was man da genau tun muss. Und der hat, ich weiß nicht, wie lang derjenige diesen Scheiß hier gespielt hat, aber der hat dann jedes perfekt getroffen. Und ich denke mir einfach nur manchmal, dieses Spiel verarscht mich. Ich bin im gelben Bereich und der blöde Sack steht nicht hoch. Dieses Spiel macht mich aggro. Ja, fail. Ach, was du nicht sagst. Your score is abysmal. Dankeschön. Ist mir scheißegal. Du kannst mich mal direkt claimen. Ja, jetzt kommt Shooting Range. Und ja, das sieht man schon, wie das hier aussieht. Und man muss quasi jetzt unter Zeitdruck. Ich muss erstmal die Steuerung. Links, rechts, da ist links, rechts, okay. Ist das ein Gegner oder ist das ein Soldat? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ein Soldat, weil er. Das ist ein Zivilist. Das war, glaube ich, auch. Das wird schon passen. Kriege ich Punkte dafür? Ja, ich krieg Punkte dafür. Dann dürfte es passen. Es ist ein bisschen blöd zu steuern für mich, weil ich hier die Tastatur ist auch eine invertiert. Warum? Oh Scheiße. Aber man hat dann auch nur begrenzt Munition. Ja. Hallo? Wo seid ihr? Sie verschwinden immer dann, wenn... Ah, yay. Wie reload ich denn? Ah, okay. Ich hab's raus. Oh, jetzt habe ich wieder die Tasten nicht mehr. Ah! Ja. Okay. Da. Was ist das? Ein Kind. Wow. Okay. Upsi, das Kind abgeschossen. You have only achieved a score of 3 spots. You have failed your shooting training. Schön. Noch mehr bisschen mal. Geil. Get ready, soldier. Okay. Okay. Ja, wie? Wärst du jetzt von selbst oder nicht? Ne, ich muss Gas geben. Okay. Oh. Was? Wie soll man denn? Wow! Du siehst doch da gar nichts. Was soll das denn? Alter. Soll ich die aufnehmen? Ich weiß es nicht. Da, die Sterne muss ich aufnehmen, das weiß ich.
Die sind wichtig. Ach, das Benzin kann man auch aufnehmen, okay. Ist das dein Ernst? Oh Mann. Ein Stiefel. Kann ich mir schneller fahren. Ja. Well done, Private Pico. You have qualified for next track. Geil! Get ready, Soldier. Oh nein, es gibt noch einen zweiten Track. Oh nein. Ich will nicht noch mehr fahren. Oh. Warum habe ich mich qualifiziert? Aber du weißt, du siehst halt erst sehr spät, ob das nun was zum Einsammeln ist oder nicht. Im Autofahren bin ich erste Sahne. Alter, das ist so schrecklich, so. Du siehst nichts! Das ist so schrecklich, ey. Ich hab jetzt schon Vietnam-Albträume. Das soll keine Verarschung sein für die Leute, die da echt drin waren. Schlimm genug, dass es so einen Schwachsinn gibt, ey. Ich denke ja sowieso, dass es eher kritisch gesehen werden sollte. Also das Spiel an sich. Immerhin ist der Song 19 ja auch nicht gerade kriegsverherrlichend. Alter!
Ich kann gar nicht so viel lenken, wie ich müsste. You have run out of time and failed your cheap training. Du mich auch. Hey, immerhin, Stavania ist pathetic inzwischen. Geil. Unarmed Combat. Ich hab nicht mal. Ich weiß nicht mal, wie der Unarmed Combat funktioniert. Okay. Okay. Hau zu! Hau! Hau! Hau aufs. Au, 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 au! Hau zu! Au, 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 au! Immer schön aufs Maul! Ei, ei. Ja, ich hab ihn geschlagen! Gewonnen! Gegen Sergeant Steel! Yay! Oh Gott! Get ready, Soldier! Komm her! Schack, 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 schack! Komm her! Au! Ich weiß nicht, wie man mit den Fäusten zuhaut. Au! Geh drauf, gib an! Oh Mann. Knockdown Bonus. Yay. Get ready, Soldier. Ich möchte gar nicht surviven, ich möchte ihn umhauen. Au. Scheiße. Was? Warum? Warum bin ich jetzt auf der Seite? Was soll das denn? Jetzt hau. Hau ihn doch! Danke! Oh oh. Jetzt habe ich verloren. Ja. Au, au. Da hat's mich umgehauen. Hey, Lausi! Ich werde immer besser! Ja, das war's. Und da kann ich wieder vorne anfangen. Geil. Ja, was bleibt denn da übrig zu sagen? Oh Mann. Ich möchte noch mal kurz sehen. Ich möchte zumindest noch mal einmal fürs den Kurs versuchen. Oh Mann. Das ist so dämlich, ey. Er war doch jetzt schon gar nicht mehr im gelben Bereich. Also so ganz verstehe ich die Logik dahinter echt nicht. Jetzt hat es wieder. Ich verstehe die Logik dahinter nicht.
Was ist jetzt los? Hä? Warum? Ist jetzt abgestürzt? Nein, irgendwie. Nein, ich wollte nicht ganz. Jetzt hör auf damit, was soll das denn? Ich hab doch den Game Focus on. Jetzt, ja, was soll das denn ständig? Hör auf, diese Scheiße hier zu machen. Was ist das jetzt? Was? Hallo? Oh, steck ich jetzt in der Röhre fest, oder wie? Mann, ey! Boah! Okay. Was? Ach, das sind Steine. Kannst mich auch mal. Das einzige, was ansatzweise gut ist in diesem Spiel, ist der Soundtrack. Alles andere ist scheiße. Aber gut, vielleicht liegt es auch nur an mir, bei der Unfähigkeit, dieses Spiel zu spielen. Aber ganz ehrlich, komm schon. Das ist jetzt nicht wirklich gut. Es ist wirklich gar nicht gut. Aber naja. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, ey. Oh, ein Spiel mit 0 Follower, geil. Mit 0 Follower auf Twitch. Das ist ja super. Kann ich aber verstehen. Wenn wir jetzt da gleich reingehen und ich euch erzähle, was das ist der Albtraum für mich persönlich. Was war denn das hier? Ach, das war ein Amiga-Spiel, okay. Dann, rein da. Ja genau, da kommt die Maus dazu. Und nein, das Teil sieht nicht nach irgendwas Bestimmtem aus.
Ja, 20.000 Meilen unter dem Meer. Das Spiel basiert auf einem Roman von Jules Verne aus dem Jahr 1870. Überraschend. Am 5. Juli 1867 beschloss die Regierung, das berühmte Schiff Abraham Lincoln auslaufen zu lassen, das sich auf die Suche nach einem Seeungeheuer machte. Der große französische Professor Arnaud nahm an der Expedition teil. Die Wochen vergingen, ohne dass es irgendwelche Anzeichen für die Anwesenheit des Ungeheuers in der Gegend gab, als eines Tages 300 Meilen vor der Küste von Queens Charlotte's Island drei Mitglieder der Expedition an Bord der Nautilus, einem von Captain Nemo gesteuerten Unterseeboot, aufbrachen. Der Spieler übernimmt die Rolle von Arnaud, um mehr herauszufinden. Die meiste Zeit des Spiels verbringt man auf der Nautilus, die aus drei Räumen besteht: dem Wohnzimmer, dem Kontrollraum und der Bibliothek. Dort kann das Spieler Objekte manipulieren und mit Personen sprechen, um Hinweise auf das weitere Vorgehen und den Zustand der Nautilus zu erhalten. Mit der Karte kann er die Route beeinflussen. Manchmal verlässt der Spieler das U-Boot, um andere Orte zu erkunden, beziehungsweise löst Rätsel, um weitere Hinweise zu erhalten, oder um Actionsequenzen zu lösen, zum Beispiel den Kampf gegen einen Hai. Das Spiel wird in Echtzeit gespielt, das heißt, der Schlüssel zum Erfolg ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Daraus ergeben sich auch verschiedene Möglichkeiten, das Spiel ungewinnbar zu machen und Wartezeiten zu verursachen. Aus demselben Grund muss der Spieler auch auf Nemos Stimmung achten. Beärgert man Nemo zum Beispiel durch Manipulation an den Schiffsinstrumenten, sperrt er den Spieler in sein Zimmer ein und wertvolle Zeit vergeht. Das Spiel wird komplett im Point-and-Click gespielt und hat keine Funktion zum Speichern des Spielfortschritts. Also, hier sind gleich mehrere Red Flags für mich drin. Zum einen, Echtzeit für Point-and-Click-Adventure. Ganz blöde Idee. Dann, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ganz, ganz blöde Idee, die das Spiel ungewinnbar machen. Ganz, 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 ganz blöde Idee. Und sowas hasse ich wie die Pest. Warum macht man so ein Spiel? Auch, dass man nicht speichern kann. Das fällt da ja schon gar nicht mehr auf, weil das Spiel ja schon so scheiße ist, aufgrund dessen, dass es ungewinnbar sein kann, dass das schon... Ich möchte gar nicht betonen, wie sehr ich das hasse, wie dieses Spiel programmiert wurde. Gott, der Song macht mich schon fertig. So, ich habe 20.000 Meilen unter dem Meer nie gelesen, gesehen oder sonst irgendwas davon. Ich kenne mich absolut damit nicht aus. Aber allein schon die Tatsache, dass du hier weder speichern kannst, noch dass es ein Echtzeit-Point-and-Click-Adventure ist, und dann auch noch das Monster der Meere hat wieder zugeschlagen, ungewinnbar machst. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Hallöchen, Mike. Deshalb, um mir zu ersparen, mich hier durchzuwuseln und sowieso zu verlieren, weil ich genau weiß, dass ich das nicht hinkriegen werde. Ich habe jetzt noch gar keine Komplettlösung geschaut, aber ich hoffe, es wird eine geben. Weil ich habe absolut keine Lust, da irgendwie rumzustochern. Und darauf zu hoffen, dass ich das vielleicht irgendwie durchkriege. Es gibt aber wahrscheinlich nur eine... Ach nee, es gibt sogar eine deutsche Version. Aber ist das das Deutsch? Ist das... Nee, das ist aber ein anderes Spiel. Fuck. OLS-Software. Nee, das ist nur... Ach, das ist nur... Das ist nur Text-Adventure hier, oder? Das ist ja kein Text-Adventure. 1000 Meilen unter dem Meer, Amiga-Komplettlösung. Longplay, 20 Testberichte, Guides und FAQs. Das Problem ist wahrscheinlich... Ah, das gibt es in Englisch. Ja, super. Taken aboard is fantastic underwatercraft in Nautilus from, in true cocktail vision fashion like the game Freedom, Voice of Night and Emmanuel. The goal of the game is incredibly obscure to work out. Ja, noch besser. Es funktioniert nicht. Es ist auch noch obskur gemacht. Es wird immer besser. Weißt du, du hast so ein Spiel. Ach du Scheiße, wie lang ist denn die... Ach du heilige Chance. Ach du heilige Chance. Ach du heilige Scheiße.
Warte mal, ich muss es mal kurz auf Deutsch umsetzen und dann möchte ich das mal kurz durchlesen. Weil das an Bord in echter Cocktail-Vision-Manier wird bei ihrem Spiel für jeden, nein, das Ziel des Spiels unglaublich undurchsichtig, um es zu lösen. Geil! Sowas liebe ich ja. Normalerweise ist es bei Point-and-Click-Adventures das Klicken auf jeden einzelnen Pixel des Bildschirms manchmal der einzige Weg, um voranzukommen. Aber wenn sie das bei 20.000 Leads versuchen, werden sie entweder sofort getötet, wie diejenigen, die den Fehler machen, die Luke zu öffnen, während das U-Boot noch unter Wasser ist, oder auf Befehl von Captain Nemo wegen Ungehorsam eingesperrt. Geil! Ach, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Sie werden nach einigen Wochen aus der Gefangenschaft entlassen, aber wenn zu viel Zeit vergeht, ist Professor Aaron Order zu verdammt den Rest seines Lebens an Bord der Nautilus zu verbringen, das Spiel ist vorbei. Geil. Stattdessen lernt man durch Versuch und Irrtum, dass das Ziel darin besteht, die Rolle eines gehorsamen, neugierigen Gefangenen zu spielen, der den Kurs der Nautilus sorgfältig beobachtet und aufzeichnet. Die Route auf ihren Reisen um den Globus kartografiert und mit Captain Nemo spricht und seinen Leuten Launen nachgibt und seine Bibliothek durchstöbert, während er auf seine Gelegenheit wartet, seinen Fängen zu entkommen und der Welt von seinem unglaublichen Abenteuer zu berichten. Während das Hauptspielziel leicht zu erkennen ist, ist es eine ganz andere Sache, es zu erreichen, denn es ist nicht klar, wer das Richtige ist und ob man es richtig gemacht hat. Um beispielsweise eine Aufzeichnung ihrer Reise zu erstellen, müssen sie zum richtigen Zeitpunkt auf ihr Notizbuch zugreifen, damit ihre Figur die Beobachtungen aufzeichnen kann. Wenn man die Gelegenheit verpasst, weil man falsch klickt, ist sie für immer verloren. Oh Gott. Und da es in diesem Spiel sehr leicht ist, falsch zu klicken, können ganze Textfelder versehentlich übersehen werden, ohne dass man zurückgehen kann, um sie zu lesen. Oh, ich liebe es. Die Hauptbildschirme des Spiels befinden sich an Bord der Nautilus mit ein paar Unterbrechungen, um eine Insel zu besuchen oder den Meeresboden, um Haie zu jagen. Wie bei den präzisen Schritten, die zur Vervollständigung des Notizbuchs erforderlich sind, werden sie verletzt und müssen sich mehrere Wochen lang ausruhen, wenn sie diesen Hai nicht töten oder den Fehler machen, auf den Taucherhelm von vor der Harpune zu klicken, wodurch sie den Haien unbewaffnet gegenüberstehen. Ist das euer Ernst? Wenn sie es schaffen, genügend Haie zu töten, was aufgrund der schnellen Haie, den langsamen Zielen und der eisigen Nachlagegeschwindigkeit eine knifflige Herausforderung ist, vergehen immer noch mehrere Wochen, sodass sie sich nicht sicher sind, ob sie das, was sie tun, Auswirkungen auf das Spiel hat oder nicht. Oh mein Gott. Ernsthaft, warum macht man sowas? Diese Informationen werden auf die Navigationskarte im Spiel angewendet, um die Route der Nautilus zu planen. Sie müssen also nicht nur ganz bestimmte Dinge anklicken, sondern das Spiel erfordert auch ganz bestimmte geografische und navigatorische Kenntnisse, um ihre Reise richtig verfolgen zu können. Holen Sie also Ihre Atlanten hervor, es sei denn, Sie wissen bereits genau, wo die längst unbenannten Queen Charlotte Island liegen. Was zur Hölle wollen die von dir in so einem Spiel eigentlich verlangen? Oh mein Gott! Ist das euer Scheißernst? Solche Man unter dem Meer ist ein merkwürdiges Abenteuerspiel, aber eher typisch für die Art von Spielen, die Cocktail Vision damals veröffentlicht. Verwirrend, abrupt und letztlich nicht sehr gut. Ach, okay. Zum Glück wurden sie im Laufe der Jahre immer besser in der Entwicklung von Spielen. 20.000 Leagues hat eine ausgezeichnete Prämisse der Erkundung und schlauen Untersuchungen, aber die Ausführung kann einfach nicht mit seinem Ehrgeiz übereinstimmen und ist verwirrt und enttäuscht auf Schritt und Tritt. Dennoch gibt es einige nette Grafiken, wenn auch manchmal ein wenig inkonsistent, mit besonderem Lob für die aktuell kurze comicartige Insel der Konsequenz, die ein Lichtblick in einem sonst düster wirkenden Spiel ist. Das hört sich ja wahnsinnig an. Also wirklich wahnsinnig. Wurde von Marianne Rückel entworfen oder adaptiert, wie es im Abspann heißt, die zuvor alle drei Teile der völlig obskuren James Debug-Serie entworfen hatte, die anscheinend nie außerhalb ihres Heimatlandes Frankreich veröffentlicht wurden. Es ist nicht viel mehr über Rückel bekannt, die bei Cocktailvision gearbeitet hat, eine Reihe von geografischen Edutainment produziert hat, aber nichts über 88, 89 hinaus. Ich frage mich, wieso. Okay. Okay. Also, das ist... Das Wohnzimmer, wie es im Handbuch des Spiels genannt wird, ist der Bildschirm, den Sie in 20.000 Meilen und wahrscheinlich am häufigsten sehen werden. Es dient als Hauptkorken zu den Nebenräumen und das Hauptraum, den wir dann mit der Karte aufzeichnen. Ja, okay, ich verstehe. Ja, aber... Der sagt mir jetzt nur die Übersicht, aber nicht mehr. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das ist keine Komplettlösung, oder wie?
Ach doch, hier. Opening Scene, okay. Okay. Was? Open up your map and plot your initial marking, placing it on top of the Queen Charlotte Island, just off the west coast of Canada. Ja, Moment mal. Wo denn? Da? Aha, okay. Kann ich das denn? Ich kann ja nicht gleichzeitig lesen und das spielen, weil dann. Weil die Zeit wird ja weiterhin vergehen. Ich versuche es einfach so weit, wie es geht. Okay. Ich schaue irgendwie, dass ich das hinkriege, aber ich habe die Befürchtung, das wird nichts werden. Die Wochen vergingen, ohne dass irgendetwas in dieser Region auf die Gegenwart des Monsters hingewiesen hätte. Hätte mit. Okay. Als eines Tages 300 Meilen vor der Küste der Insel der Königin Charlotte. Es wird eigentlich hier auch Sound geben, habe ich das Gefühl. Ja, sie sind an Bord der Nautilus und ich bin Kapitän Nemo. Sind wir sind ihre Gefangenen? Irgendwie werden sie dank mir eine wunderbare Welt kennenlernen, die den Menschen unbekannt ist. Das ist keine Frage. Ich möchte zurück nach Hause. Beruhigen Sie sich, Freund Ned. Ich lasse Sie allein. Okay. So, das erste, was wir tun sollen, ist die Map zu öffnen und hier einen Punkt setzen. Hier. Oh. Hier. Okay. So. Next, enter the control room. Wo kommen wir denn in den control room? Ich habe aus Versehen ein Leck verursacht. Das Unterseeboot war in wenigen Minuten überschwemmt. Das war das Ende. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ist das der Kontrollraum? Ja. Next under control room, click on the exterior lights button to eliminate the outside of the ship. Welcher Button denn? Welcher ist das? Der hier? Ah. Woher nehmen Sie die für die Nautilus nötige Energie? Die Elektrizität, sie ist der Schlüssel zur Zukunft der Menschen. Wir brauchen das Notebook. Die Elektrizität ist die Zukunft der Welt. Okay. Schön, das hat er jetzt aufgeschrieben. Leave the control room via the ladder and enter Nemo's library. Click on the top shelf. Okay, also wir müssen jetzt über die Leiter wieder raus.
Und dann zur Bücherei. Click on the top cell. Aha. And then the left arrow at the bottom of the pop-up. Cold Ocean. Click on it twice. Read it three times until Nemo asks you to leave. Ah ja. Professor, könnten Sie bitte hinausgehen? Ich möchte allein sein. Okay. Dann gehen wir raus. Warum dreimal? Dann sollen wir wieder in den Control Room gehen. Das ist so verwirrend, ey. Und dann... Nemo will then ask if you'd like to pilot the Nautilus. Macht er aber nicht. Soll ich ihn darauf ansprechen? Es ist... Nein. Forspor, mach up hier, was? Mir fragt mich aber nicht. Es geht ja schon wieder, fängt ja schon wieder super an. Er fragt mich das nicht mal. Angeblich soll er es mich ja fragen, tut er aber nicht. Jetzt ist er weg. Nein, er ist da. Er redet nicht mit mir. Vielleicht noch mal rein und raus. Ich hasse es. Frag mich! Er fragt mich nicht. Rede mit mir! Oh. In diesen Tiefen werden Sie nichts sehen. Oh, verdammt. Dann mache ich halt wieder das Licht an. Er redet nicht mit mir. Wer hat Ihnen erlaubt, das Steuer zu übernehmen? Wegen Undiszipliniertheit bleiben Sie einige Tage in der Kabine. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Fatal UX, Visit Streambot. Wie? Streambot ist weg? Ach, Streambot hat es einfach rausgeschmissen. Geil. Warum auch immer. Okay. Ich versuch's gleich nochmal. Aber mir gefällt die gesamte Ding dieses Spiels nicht, wie das funktionieren soll und was das soll und warum und wieso und überhaupt. Mir gefällt es einfach nicht.
Das ist jetzt drin, oder? Ja. Nicht, dass ich das irgendwie... So, dann gehen wir jetzt erst einmal wieder zum... Schreiben das auf. Vielleicht habe ich irgendwas mit dem Buch falsch gemacht. Aber ich muss nur einmal draufklicken und ich soll es dreimal lesen. Weil dann kommt Nemo. Genau. Dann soll ich wieder gehen. Und dann soll ich wieder in den Control Room und dann soll mich eigentlich Nemo fragen, ob ich die Nautilus steuern möchte. Aber er tut's nicht. Warum funktioniert das jetzt schon am Anfang nicht? Click it twice to read it. Read it three times until Nemo asks you to leave. Then click to the door to return to the living room. Return to the control room. Nemo will then ask if you like to pilot the Nautilus. Macht da nicht. Vielleicht gehe ich jetzt so oft rein und raus, bis er mich fragt. Ich weiß ja nicht, inwiefern die Echtzeituhr da läuft. Vielleicht bin ich nur zu schnell schon dort gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht vergeht die Zeit immer im Takt, wenn ich halt den Raum verlasse und reingehe. Oder ich weiß echt nicht. Keine Ahnung. Ah, das sind die allerbesten Spiele, ey. Jetzt frag mich! Frag mich! Er fragt mich nicht. Frag mich! Ich kann irgendwie mit gar keinem mehr reden, lustigerweise jetzt aktuell. Ich weiß nicht, warum es nicht getriggert wird. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Version gibt, weil bis dahin hat ja alles funktioniert, auch wenn es bloß zwei Schritte waren, aber... Er fragt mich nicht. Ah, danach kommt, wenn man das dann alles hat, dann kommt der Hai. Ich will wenigstens einmal diese beschissene Haijagd machen, aber ich glaube, wir kommen nicht dazu, weil dieser blöde Idiot mich nicht fragen lässt. Ich wüsste auch nicht, warum er es überhaupt tun sollte. Junge, ich will dein Boot fahren.
Wenn ich jetzt irgendwo was anklicke, dann kriege ich Ärger und dann ist es wieder vorbei. Warum klappt das nicht, so wie das da steht? Ich kann mit Nemo auch nicht reden. Wenn ich speichern könnte, würde ich speichern. Also, ich kann. Ich glaube, beim Emulator könnte ich schon speichern. Und er tut einfach nicht das, was es heißt. Das ist halt das Blöde dabei. Ich weiß, wenn ich jetzt einen von diesen drei Dingen hier mache, dann werde ich wieder eingesperrt. Hier tut sich aber auch nichts. Also man sieht nicht, dass sich irgendwas verändert oder so. Und auf dem Bild sieht es so aus, als wäre die zumindest der Kompass und das rechte, die Anzeige, die stimmt eigentlich. Wie kann man das nicht speichern? Ich weiß es nicht. Ich mache wieder ein Leck rein und lasse einfach die überflutet einfach wieder alles. Er fragt mich aber nicht. Beunruhigen Sie sich nicht, er spricht kein Französisch. Beruhigen Sie sich nicht. Okay. Wir sprechen doch auch kein Französisch, wir sprechen Deutsch. Ich kann klicken, wohin ich bei ihm will. Es klappt nicht. Also vor allen Dingen müsste er ja selbst nachfragen. Also ich soll ihn ja nicht bequatschen. Er fragt nicht. Er tut einfach nichts. Das ist nicht gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass das in Echtzeit abläuft, ehrlich gesagt. Das ist das falsche Spiel. Nein, das ist es nicht. Cocktail Vision Walkthrough, weil die deutsche Version erscheint es halt nichts zu geben.
Gibt's da irgendwie... Ne, es ist bloß... Leute, die den Roman oder irgendeine verfilmende Staffel nicht kennen, sollten wohl die Finger von diesem Spiel lassen. Ich hatte nämlich keinen Plan, was hier zu tun ist. Man ist in einem U-Boot und kann auf einer Insel sich frei bewegen, so weit, so gut, aber weiter bin ich nicht gekommen. Echt kompliziert. Wenn man den Roman kennt, ist es ja scheinbar recht leicht. Ja, ich bin das Spiel durch und ich würde sagen, ich habe es mehr oder weniger vorher abgeschlossen. Das Spiel ist eigentlich nicht besonders lang. Einmal durchspielen dauert vielleicht 30 bis 40 Minuten. Allerdings ist dann die Spielmechanik doch etwas komplex, wenn auch nicht wirklich gut. Den Captain immer bei Laune zu halten und dann im richtigen Moment, wenn man an der Küste von Gotland ist, zu fliehen. Dabei hat die Weltkarte eine wichtige Funktion. Man muss die 10 Pins auf die halbwegs richtigen Stellen setzen, damit die Fahrt der Nautilus nachvollzogen werden kann. Da muss man die Hinweise im Spiel richtig deuten, um die einzelnen Positionen herauszufinden. Das beinhaltet manchmal auch einfach eine Art Berechnung, wenn wir so lange mit 15 müssen wir jetzt hier sein. Schlussendlich müssen wohl alle 10 Pins in etwa an der korrekten Stelle sein. Ich möchte unter Spielmechanik scheint meine Augen Amiga-Version etwas wackelig zu sein. Wann immer man die wichtigen Missionen muss man auf das Notizbuch klicken, um. Manchmal funktioniert das allerdings nicht und manchmal schon, dann schreibt der Stadt die Info nur nichts Besonderes oder so. Das nervt ein bisschen. Ich musste also mehrmals das Spiel durchspielen und mir dabei ganz analog Notizen machen, aber schlussendlich hat es geklappt. Wenn man fliegen kann, macht bloß quasi als Insequenz in kurz. Ja, die lange. Gottes Willen. Schön und so. Und wo steht jetzt da? Natürlich gibt es nirgendwo eine wirkliche Anleihe, nirgendwo einen wirklichen Walkthrough, bis auf den, den ich gefunden habe. Und da geht es nicht weiter, wo eigentlich es weitergehen sollte. Hammer. As is typical, sometimes net and cursor will be found. Ja, das ist halt echt blöd, wenn du hier schon nicht vorankommst. Mir kommt es auch nicht so vor, als würde es Echtzeit laufen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, weil der mit mir nicht redet, wie es eigentlich sollte. Ich gehe jetzt mal nochmal in die Bibliothek. Und schau, was dann passiert. Im schlimmsten Fall sperrt er mich wieder ein. Aber ganz ehrlich, irgendwo muss es ja weitergehen. Ja, nee, er sagt gar nichts. Ah, okay, ich musste einmal ganz weg, damit es funktioniert. Aber hey, immerhin. Professor Arnaud, möchten Sie einmal ans Steuer der Nautilus? Mit Freude, Kommandant. Sehen Sie, wir sind bei 80 Grad unterwegs, in einer Tiefe von 100 Metern und einer Geschwindigkeit von 20 Knoten. Tatsächlich, Kommandant. Begeben Sie sich in 240 Meter Tiefe und fahren Sie dabei weiter nach Norden. Okay, also, jetzt sollen wir erst einmal den hier benutzen, um die Nautilus abzubremsen.
Und dann hier um auf. Sie müssen anhalten, Professor, bevor Sie aufsetzen. Ich bin da, ich hab doch. Ich bin doch ganz unten. Ich bin doch angehalten. Hey, ruhig. Hä, was ist denn jetzt los? Ich hab doch. Bleiben Sie am Steuer, Professor. Ja, ich will ja, aber ich hab doch abgebremst. Mehr bremsen geht nicht. Oder soll ich ganz. Oder ist. Nee. Click to the top of the speed. Ach, die Top. Oh. Ah. Keine Geschwindigkeit. Okay. So. Jetzt halt. Oh. Dann click below the manometer level to descend to 220 meters. Ja. Und dann hier bis nach Norden. So. Jetzt sind wir am Rand des Crespo-Waldes. Machen Sie sich für die Jagd bereit. Oh oh. Oh oh. Jetzt geht's los. Hi Jagd. Warum auch immer. Return to the living room and click on the spear gun near the bottom left of the screen. Resting against the spiral staircase. When the spear gun collected, click on the diving helmet to the right of the screen to begin hunt. It's a simple matter of lining up your spear gun with the shark as it travels left and right and then firing. The accuracy may take some getting used to, but once you get it, hang it, you can hit the shark pretty much every time. Kill 5 sharks without losing all of your health and you'll be rewarded with the following screen. Okay. Ah, das wird jetzt ganz toll enden, glaube ich. Ich werde es so verkacken. Also. Wir gehen raus. Und dann sollen wir den Speer anklicken und dann den Wasserhelm. Und dann geht's los. Okay. Wie schieße ich denn? Hä? Wie schieße ich? Ah. Hä? Oh, okay. Das ist aber doch ganz schön schnell. Was? Ich habe ihn nicht erwischt? Jetzt habe ich ihn erwischt. Okay, das ist doch gar nicht so lamsang. Das hat sich vorher gerade schlimmer angehört, muss ich sagen. Oh Gott. Okay. Wow! What the fuck? Wie hätte ich den jetzt erwischen sollen? Okay, ich sag nichts. Hä? Ich kann. Ich kann die Waffe bewegen. Oh shit. Scheiße! Er ist weg. Na toll. Oh Gott! Okay. Oh fuck! Okay. Oh mein Gott. Ich will nicht. Ach, komm schon! Meine Verletzungen waren nicht tödlich. Es dauert jedoch mehrere Tage, bis ich mich davon. Ach, komm schon! Ja, das damit kann ich es wieder vergessen. Kann ich irgendwie direkt neu starten? Nein. Ich habe ein Bild geschossen. Ah. Ah, Action Games, ich liebe sie. Okay, ich versuche es noch einmal. Das ist aber das letzte Mal, dass ich es probiere. Vor allem wie zum Teil, du kannst ja nicht mal gescheit nach dem ersten Hai. Bei diesen zwei, da konntest du ja nicht mal reagieren schnell genug, dass du die dann triffst. Ich war nie,
Soll ich jetzt gleich wieder in die Bibliothek gehen und wieder zurück? Ja, muss ja. Wird schon klappen. Jetzt kann ich nicht mehr in die Bibliothek. Okay, interessant. Also muss ich jetzt quasi erst wieder da rein und dann wieder zur Bibliothek und dann wieder da rein, damit er mich dann fragt. Ja. Interessante Logik. Aber nun gut. Immerhin habe ich es lösen können. Ja, ich würde gerne. Ich bin auch am Steuer, ich möchte doch bloß drehen. So. Ja, mach ich doch. Lass mich doch raus. Die Unterwasserjagd. Ich würde jetzt gerne speichern. Das würde ich jetzt wirklich gerne tun. Oh, ernsthaft jetzt! Mit der Maus das zu steuern ist echt nicht gut. Dann weißt du halt nie, wo der auftaucht, der blöde Hai. Okay. Komm schon, einer noch, einer. Schieß doch! Warum schießt du denn nicht? Jawohl! Ich hab ihn erwischt! Puh. So. Es vergingen 2 Wochen, die ich damit verbrachte, stundenlang zu lesen und durch die Luke die wundervolle Wasserwelt zu betrachten. Die Nautilus fuhr gute 4000 Meilen südnordöstlich, südnordöstlich, bei einer fast konstanten Geschwindigkeit von ungefähr 49 Knoten. Und das musst du jetzt umrechnen, wenn ich jetzt die komplette Lösung nicht hätte, um zu wissen, wo ich jetzt bin. Na, danke schön. So, jetzt sollen wir, we emerge on the deck of the Nautilus with the island of the, on the horizon. Click on the console on the far left and here remark on the island. Es ist merkwürdig, aber mir schien, als hätte ich eine Insel wahrgenommen. Ja. Dann sollen wir aufs Teleskop klicken. Captain, Steuerbord ist eine Insel. Ja. Und dann auf Net. Kennen wir uns ein Land, die Beine vertreten gehen? Nun, Monsieur Arnaud, Sie haben 1 Stunde Freiheit. 1 Stunde Freiheit? Geil. You have no permission to visit the island, which can you get by clicking on it? Ja, dann gehen wir doch mal, gehen wir da hin. Okay, so, jetzt sollen wir travel to the left and you end up
On the bottom right panel. Okay. Head towards the bridge in the bottom right and you will enter the top middle part. Die Brücke? Wie soll ich denn zur Brücke gehen? Ah, okay, ich kann auch mit den Pfeiltasten. Okay, gut. Head upwards and you reach the boat panel. Ah, ja. Walk towards to the boat, advance to the next screen. Oh man. Row your boat all the way to the right to wind up in the bottom right panel. Walk left over to the grave marker to end up the final panel and uncover the treasure. Hä? Welcher Grave? Was? Ach so, da. Oh, eine Schatztruhe. Okay. Captain, ich habe eine Kiste gefunden, wo auf einer Seite LP eingraviert ist. Okay. As said before, sometimes the game requires some very specific user knowledge. Le Perouse will no doubt be more familiar to Cockerwishan French audience, but for those outside of France where I have never read 20,000 Leagues Under the Sea, Jean-François de Galois, Comte de Le Perouse, was a French naval explorer who disappeared in 1788 near Vinvanikoro. Near the Solomon Islands. After being told the name by Nemo, click on the top bookshelf and read Perouse. You automatically enter a dialogue. Ja, wie sollst du das denn wissen? Oh mein Gott! Okay. LP, wie La Perouse, Professor. Ja, genau. Da ist er. Kapitän! Was gibt es, Professor? Was wissen Sie über La Perouse? Seinen beiden Schiffen sind bei Vanikoro untergegangen, wo auch immer das ist. Die Überlebenden sind auf einem kleinen Rettungsboot in der Nähe der Solomon-Inseln gekentert. Sie haben gerade eine von ihnen besucht, Professor. Schnell aufschreiben. Die Überbleibenden sind bei den Solomon-Inseln ums Leben gekommen, genau. Und jetzt sollen wir die Mitte, die mittlere, das mittlere Buch. Welches Cookbuch? Ah, das. Kapitän! Was wissen Sie über Cook? Cook starb im Februar 1779 vor der Küste der Sandwich-Inseln. Okay. Und das sollen wir auch aufschreiben. Cook starb 1790 bei den Sandwiches. You can now leave the library and return to the living room. Go up to the top deck, back to the living room. Then back up to the top deck to trigger another dialogue with Captain Nemo. Oh Gott. Okay. Oh, ich würde so gerne speichern. Also raus. Dann wieder zum Top Deck. Da gehen wir. Ich hoffe ja, das ist jetzt die. Das ist ja hier jetzt die Treppe hier hoch. Ja, okay. Dann wieder zurück zum Living Room. Wie komme ich denn wieder runter? So. Okay. Und dann wieder nach oben. Dann müsste Nemo mich eigentlich ansprechen. Nein, tut er nicht. Ah, was? Lassen Sie mich in Ruhe? Was soll das denn jetzt? Ich will doch gar nicht mit dir reden. Vielleicht nochmal runter und wieder rauf? Oh Mann. Ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal irgendwo extra wohin gehen, damit das dann getriggert wird. Habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich nämlich nur noch alleine hier.
Vielleicht hätte ich auch mit ihm reden sollen, aber hier steht, es wäre dann sonst getriggert. Ich gehe mal nochmal in die Bibliothek. Irgendwann werde ich nicht da sein, ich weiß das schon. Mann, Nemo, wo bist du denn? Ich hab das schon wieder nicht. Er ist jetzt irgendwie nirgendwo mehr. Wo ist er denn? Nemo ist irgendwie nicht mehr da. Er ist weg, in nichts verschwunden. Ich hätte aus Versehen einen Leck verursacht. Jetzt sind wir... Warum war ich jetzt wieder... Okay, entweder ist wirklich mit der deutschen Version irgendwas passiert gegenüber der englischen, was die Zeit angeht, mit der manche Leute da sind und manchmal nicht, oder ich weiß es nicht, aber so richtig funktioniert die Komplettlösung nicht. Es ist gar nicht mal so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist immer noch weit entfernt von, ich würde das gerne spielen, entfernt. Ich meine, jeder kann es gerne ausprobieren. Ich finde es absolut schrecklich. Echtzeit-Point-and-Click-Adventure, wo du an der richtigen Zeit zur richtigen, am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein musst. Ich finde sowas echt nicht gut. Für mich ist das absolut der Horror. Um das mal so deutlich zu sagen. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie gut er das dann findet. Ich finde es, wie gesagt, nicht gut. Ah, was haben wir denn da noch? Ach das, ach das war ja auch noch, genau. Ja gut, ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht, aber jetzt könnte ich jetzt ein bisschen mal auch anfangen. Retroarc schon wieder. Wo war denn, was ist das denn für ein Spiel? Ach, das ist auch Sinclair. Ja. Ja. Das Spiel heißt 2088. Das ist ein 2D-Top-Down-Shooter, der in der Zukunft spielt. Der Spieler steuert den Revolverhelden und startet in der Mitte des Bildschirms. Er muss die grünen Dinger fangen und Feinde zerstören, um zum Beispiel Untertassen, explodierende Hülsen oder Weltraumschlangen. Das Spiel findet sich auf einer kleinen Bühne statt. Außerhalb der Arena befindet sich Laserbolzen, deren Schüsse der Spieler ausweichen muss. Nachdem der Spieler die Arena passiert hat, steigt er in das Raumschiff und fliegt durch ein Meteoritenfeld. Ja, das ist quasi... das ist quasi das ganze Spiel. Ja, was man hier tun muss, ist, diese Viecher... Ach, ich brauche doch hier wieder den Game Focus. Diese Viecher quasi passieren zu lassen. Und zum Beispiel... Ah, die Steuerung, ey. Und ich bin tot. Man tut sich hier extrem schwer zu sehen, was hier eigentlich Feind und was Freund ist. Zum Beispiel die grünen Viecher, die soll ich ja nicht töten. Uah. Eigentlich ist es am besten einfach nur auszuweichen und zu hoffen. Einfach zu hoffen, dass man überlebt.
Game over. Ja. Das Problem ist, dass die blöde Schlange hier, wie man ja schon sieht, meine grünen Monster tötet, die ich hier einfangen soll. Au. Aber wenn ich auf dieses blöde Ding schieße, oh, Alter, what the fuck? Nein! Geh weg! Oh oh. Oh oh. Ey! Was war das denn jetzt? What the fuck? Ach, jetzt habe ich auf zwei Spieler. Das ist so scheiße. Ich will gar keinen Zwei-Spieler-Modus haben. Ich will auf alleine spielen, genau. Noch drei Aliens. Die kaputt. Nein, 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 ich will. Jetzt kommt wieder die blöde Fleder. Was soll ich denn gegen die scheiß Fledermaus machen? Gott, dieses Spiel ist so kacke. Du kannst gegen diese blöde Fledermaus ja auch nichts ausrichten. Ah! Geh weg. Ah! Geh weg. Geh weg. Au. Mann, kannst du aufhören? Mal bitte mal. Geh weg. Nein, ich will. Oh, ich hab's geschafft. Yay. Also mit dem Level 2 Charakter. Ach, das muss ich auch noch steuern? Oh mein Gott. Ich kann nicht auf die Dinger schießen. Oh, das ist ja wie. Yay! Oh mein Gott. Prepare for Level 2. Ah. Nein! Fuck! Ich hab wieder die falsche Taste gedrückt. Okay, da habe ich es auch geschafft. Dein Ernst? Scheiße. Einfach stehen bleiben. Es passiert, kann nichts passieren. Ah. Ah. Fuck. Nein! Game over, player one.
Geil, wie dann einfach wieder eine neue Schlange kommt. Das macht richtig Spaß. Fuck, Mann. Ah, und tot. Alter. Das. Ja, toll, ich bin schon wieder. Oh mein Gott. Ganz ehrlich. Warum müssen die Spiele immer so verfickt schwer sein? Dazu noch kommt noch diese unmögliche Steuerung, ey. Dafür kann das Spiel jetzt nichts, aber. Ah, ich sollte die komplette Schlange einfach da lassen und mich auf irgendwas anderes konzentrieren. Zum Beispiel diese blöden Pillen. Oh, Level 2 geschafft. Oh mein Gott. Ich Nein, nicht das Grüne. Oh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay. Sieht doch jetzt ganz gut aus. Ah. Geh weg. Hör auf! Ja. Yes! Okay. Jawohl.
Ja. Eieiei. Ojejoi. Nein! Da war ich jetzt zu langsam. Bis auf einen kann ich ja alle zerstören, das ist ja kein Problem. Oh, oh. Jawohl. Das scheiß Laser. Nein! Au! Das hat mich voll erwischt. Zwei, eins. Oh nein, die Fledermaus, die Fledermaus. Ja! Oh shit. Da kam ich nicht mehr weg. Scheiße. Ah, scheiße, wie die falsche Taste gedrückt. Das sind zu viele. Fuck! Okay, jetzt wird es echt problematisch für mich. Da noch mitzuhalten. Es ist zu viel los. Für mich persönlich. Ah. Oh nein. Jetzt hat jeder die falsche Taste gedrückt. Ja, und explodiert. Ich kann diese Fledermaus nicht abschütteln. Ja, jetzt werden es zwei. Jetzt muss ich mich quasi ständig bewegen. Weil sonst sterbe ich. Ah, die verschwinden mit einer Zeit wieder, oder? Habe ich das gesehen? Alter. Ist das eine Scheiße? Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, 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 nein. Scheiße! Game over. Boah, ist das mies! Dieses scheiß Fliegenfieder! Oh, Mann. Diese scheiß gelbe Fledermaus, was auch immer das ist, ey. Na gut. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Drei wundervolle Spiele. Sie haben sich zumindest meiner Meinung nach qualitätstechnisch von Spiel zu Spiel gebessert. Das war eindeutig das Beste von den dreien, meiner Meinung nach. Meiner bescheidenen Meinung nach. ja. Aber jeder kann sich davon auch gerne selbst überzeugen, wenn er meint. Ja. Okay, dann auf zu den Credits.
Upsi, upsi, upsi. Ja, wo ist denn? Ja, wo ist denn? Ach, da hinten ist es. Ich. Uff. Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? So. Ja, ich sage danke für den Stream. Ich dachte, es wäre keiner mehr da. Es wurde mir wieder kein Zuschauer angezeigt. Der Mike wurde wieder unterschlagen. Ich sage danke fürs Zusehen. Ach, ich hab das Ding gar nicht geändert. Hier die Spiele. Naja. Ist jetzt nicht so ganz wichtig bei denen, die wo da waren. Es war ja eh bloß ich. Ich habe auf 20.000 Meilen unter dem hier habe ich doch eigentlich umgewechselt. Naja, egal. Ich bin ja auch ein Bot. Oh nein, verdammt. Ich habe einen Bot im Stream. Ja. Ich hoffe, wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen haben wir gleich nochmal 1988. Jetzt muss ich gleich nochmal Spiele suchen, weil ich habe eigentlich bloß drei geplant, weil ich dachte, es dauert ein bisschen länger, aber jetzt muss ich für morgen gleich nochmal drei Spiele mindestens raussuchen. Ja, dann muss ich mich jetzt ranhalten. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.